Hallo liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier und ich sag dir, ich nehme ein neues Team und diesmal ist es Staalobor Doppeldrache. Also Staalobor, Dialga und Giratina. Giratina habe ich halt reingenommen wegen den Seychiens. Weil Giratina kommt als Drache am besten, finde ich, gegen Seychien an. Oh, Ben. Grüß dich. Keine schöne Führung, da gehen wir in Safe Switch Dialga. Er geht in sein eigenes Dialga, das ist in Ordnung. Er schildert, perfekt. Ja. Er schildert, ja, das ist mir egal. Ja, hier schilde ich jetzt nicht. Ja, weil es neuer Eisenschild ist. Und jetzt gehe ich flink rüber. Okay, das ist gut. Lass mal durch. Genau, ist ein Psychoschluss. Einen machen wir noch, glaube ich. Genau. Mewtwo ist weg. Genau, jetzt muss ich nur Shit für Staalobor lassen. Er muss hier einsetzen. Wird eh unheilbar sein, genau. Okay, wir kommen im Gleichstand zur Attacke. Ja, machen wir jetzt den Schlagbohrer. Ja, ich bin froh, dass er seinen Dialga am Ende geschildert hat. Er wollte unbedingt den Wechsel haben. Für mich war der in dem Augenblick gar nicht mehr so wichtig. Aber wir steigen Level auf. Also ein bisschen steigen wir auf. So, dann gehen wir in den nächsten Kampf. Und gucken, was da so passiert. Ja, da kommt das GG. Okay, Melmetal. Melmetal ist erstmal okay. Schädig ich das? Nö. Einen Kraftkoloss halte ich ja aus. Ja, ist egal. Kann ich hier raus? Naja, musste mal auf Steinkante gehen. Ja, ich will die Führung haben, ne? Die Führung ist mir schon wichtig. Machen wir hier Unheilböe.
Okay, schade. Oh, dann wäre ich auf Spukball gegangen, ne? Ich hasse es. Na, hier darf ich nichts schilden. Selbst wenn es Draco ist. Ja, geht auf Draco. Oh, shit. Ja, das habe ich selber versaubeutelt ein bisschen. Ich hätte auf Spukball gehen sollen. Problem ist, ich kann ihn niemals runterfarmen jetzt. Und er geht nur auf Steinhagel. Ja, so kann ich ihn erst recht nicht runterfarmen. Ja. Jetzt wird Kraftkoloss kommen und mich rausnehmen. Schade. Aber ja, kann man nichts machen. Kann man nichts machen in dem Fall. Demeteros ist auch ein fieser Wechsel. Ja, vielleicht hätte ich mein Dial, also vielleicht hätte ich doch Giratina draufgehen lassen sollen, mit Dialga runterfarmen. Da wäre zwar das Melmetal gekommen, aber Melmetal hätte Kraftkoloss einsetzen müssen. Oder der Gegner wäre vielleicht mit seinem eigenen Dialga gekommen. So, das ist eine Führung, die wir erkennen und wollen. Na, dann können wir hier reingehen. Hier vertragen wir auf jeden Fall einen Spukball. Ja. Dann kommt jetzt der Eisenschädel. Okay, er schildert. Da wollte ich nur hinterher schilden. Na, der Wechsel ist schon wichtig. Zum Draco. Okay. Oh, schön, dass du hier reinkommst. Und dann kann ich hier den Eisenschädel drücken. Oh, das wird immer schmackhafter, Leute. Und jetzt ziehe ich ihn hier ein Schild. Genau, und jetzt gehe ich mit Giratina rein. Werde hier definitiv nichts schilden. Genau. Kübra. Ja. Der Gegner sieht es ein, dass er verloren hat. Oh, gut, dass er den Eisenschädel durchgelassen hat. Aber er hätte ja auch zur Not noch einen kassiert. Von daher war das echt gut. So, nächster Kampf. So, gegen wen oder was kämpfen wir jetzt? Gegen Milos Milu. Oh. Ja, dann nehme ich Dialga. Okay. Aber gut, dass ich in Dialga gegangen bin. So, hier brauche ich definitiv den Wechsel. Ja, definitiv. Weil Stalobor hat keinen Bock gegen, ne? Kyogre. So, wir machen wieder Eisenschädel.
Oh, perfekt, Wechsel haben wir. Ah, wir kommen nicht mehr zum Draco, ne? Dann machen wir nochmal wenigstens den Eisenschädel. Gehen wir hier rein. Und hier werde ich sogar ein Schild reinbuttern jetzt. Weil das kann entweder gut oder schlecht sein. Es war gut. Und gehen direkt auf Spukball immer. Ja. Ist erstmal in Ordnung. Ja, wir fressen selber einen Ball. Ah, ja, den Spuckball hätte ich irgendwie abfangen sollen. Ja, jetzt gehe ich rüber. Ich hoffe, ich komme eher zum Schlagbohrer. Ja. Perfekt. Dann ist alles gut. So. Ich passe übrigens gerade auf den Hund meiner Eltern auf. Die ist gerade ein bisschen nervös. Ne Bounty? Bounty, Bounty, Bounty. Hallo Bounty. Ja. So, gehen wir in den nächsten Fight rein. So gegen Lilula. Stalobor gegen Dialga, perfekt. Ja, Dialga ist im Moment so oft vorne, da lohnt sich das. Ja. Perfekt. Ja, einmal schön mal hinterher, Tatsache. Oh, das war super. So. Dann gehen wir jetzt ins eigentliche Jäger. Ja, okay, guter Schild. Das war ein sauberer Schild. Ibetal, okay, das will ich hier sehen. Na, jetzt muss ich einsetzen. Na, ich kann noch nicht wechseln. Okay, was war das? Was war das jetzt? Ja. Okay. Wildes Spiel vom Gegner. Aber okay, nehme ich so. Also das 4:1 nehme ich definitiv. Pokémon und Belohnung nehme ich nämlich auch immer gerne. Das schleckrige Schlurp. Obwohl ich ja Schlurp schon in XL habe. Aber die Weiterentwicklung könnte vielleicht in der Hyperliga was bringen.
Na, ich glaube nicht mit den Werten. So, wir brauchen nochmal ein 4 zu 1 mindestens, um Veteran zu erreichen. Wir gehen mit demselben Team rein. Ja, du, gut, dass viele, 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 viele Giratina im Moment vorne sind. Nicht Giratina. Dialga. Oder auch sonstige Stahl-Pokémon. So wirklich hart muss ich nur gegen Demeteros und wie heißt es? Kyogre raus. Melmetal geht sogar. Ja, er wird auf Kraftkloss gehen, das ist mir aber egal. Ja, ist in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Dann hebe ich mir jetzt Giratina hier an der Stelle auf. Drücke jetzt definitiv hier den Eisenschädel. Vielleicht kriege ich ein Schild. Nein, okay. Nö, ich werde hier auch nicht schön. Das bringt hier nichts. Ja, jetzt kommt wieder Melmetal rein. Ja, ich lasse die Attacke durch. Ja, Steinhagel hat leider gereicht. Ich kann hier rein. Wird ein Kraftkloss sein. Er hat blind gedrückt. Okay, das ist verloren. Ah, schade. Vielleicht hätte ich hier mit Unheil beködern sollen. Ja. Mit Palkia habe ich jetzt hinten nicht gerechnet. Ah, ich habe mit alles hinten gerechnet, aber nicht mit Palkia. Ja, eigentlich brauchen wir hier nicht einsetzen. Naja, er wird jetzt schneller noch zu dem nächsten Nassschrei kommen als ich. Zum Spukball. Ja. Ja, gegen Palkia am Ende keine Chance, leider. Sehr ärgerlich. Na gut, da hätte ich Dialga am Ende gebraucht. Mit Dialga zum Schluss hätte ich das gewonnen. Ja, ich habe erst so überlegt, mit Giratina gegen Lugia reinzugehen. Ja, da taten auch die Drachenruten schon weh. Aber im Nachhinein hätte ich da reingehen müssen. Okay, Mewtwo. Ätzende Führung. Wir zünden einen Schlagbohrer. Und ich glaube, ich gebe auch einen Schild mal hier rein. Ja, das war ein guter Schild. Gut zu wissen, dass du Spukball besitzt.
Ja, wird geschildert, perfekt. Und rüber. Hier über Lehmann-Spuckball. Wir haben Energie auf unserem Stalobor. Ja, okay. Mammutl. Mammutl ist fies. Mammutl ist gerade richtig fies. Na, da hätte ich gerne jetzt auch Schaden drauf. Ich überlege gerade, wie ich es mache. Ja, ich glaube nicht, dass ich das hier noch machen kann. Okay, er schildert. Er schildert. Komm gut rein. Ich hole mir Energie. Och nö. Oh, er hat einen Psychostoß. Ja, den über. Oh ne, Spuckball sogar. Verdammt. Ja, verloren. Ja, natürlich hat er den. Natürlich hat er. Ach nö. Oh, das hätte ich jetzt versuchen abfangen zu müssen. Ja, jetzt kriege ich einen Draco reingedrückt. Und das war's dann an der Stelle. Ja, ich sagte ja euch, ja, Mewtwo-Führung mag ich überhaupt nicht. Also Stalobor steht gegen Mewtwo gar nicht so gut gegen da. Auch wenn es ein Stahl-Pokémon ist, Psychostoß resistiert, aber zwei reichen schon fast gegen Stalobor. Und das ist ja das Eklige. Ich hätte gern Dialga-Führung wieder. Bitte Dialga-Führungen. Wie viel Kämpfer haben wir jetzt? Nur zwei erst. Aber an sich ist das Team hier gut. Im ersten Kampf hier hätte ich auf jeden Fall in Giratina gegen Lugia gehen sollen. Ja. Kiebermann. Oh Gott. Bitte mit Drachenroute. Natürlich nicht. Keiner spielt mehr mit Drachenroute. Machen 1 und 2 und rüber. Schade. Ja, hier schlucken wir das Erdbeben. Ist mir egal. Er muss Energie ausgeben. Kieran. Dann gehen wir hier auf Spuckball. Ja, ich gehe hier rüber. Ich gehe eindeutig erstmal hier rüber. Ja, hier werde ich zwei Eiszeit kriegen. Oh, sogar nur eine, okay. Ja, den Draco frisst ihr trotzdem jetzt. Auch wenn er einmal abgeschwächt ist, tut der weh. Er geht rüber. Du schaffst hier nichts mehr. Perfekt. Ja, im Gleichstand, perfekt. So.
Gut, dass wir auf Draco gegangen sind. Ja, ich muss hier Schilder reinbuttern. Und gleich auch einsetzen. Und das sollte eigentlich auch reichen, ja. Okay, verlorene Führung umgedreht. Das war schon mal sehr gut. So, mal gucken. Mal gucken, wie es so weitergeht. Kampf beginnt. Stalobor gegen Stalobor, okay. Nicht einfach, aber machbar. Ja, okay. Ja, nicht schlecht. Aber ich würde auch sagen, nicht gut. Ja. Na, hier kann ich jetzt runterfahren. Und was hat es ihm gebracht? Nichts im Endeffekt. So, hier brauche ich nur auf Eisenschädel gehen. Ja. Und ich kann hier durchlassen. Und setze jetzt ein. Er schildert, okay. Na, ich schilde hinterher. Schlagbohrer kommt, perfekt. Ich setze jetzt ein schon mal. Mal sehen, was zum Schluss kommt. Ja, das sieht gut aus. Meine Giratina haben wir jetzt noch hinten. Das sieht sehr gut aus. Giratina macht schon Druck. Kann er nicht mehr gewinnen. Ja. Ja, so sollte es eigentlich die ganze Zeit hier laufen. Das ist schon mal ein 2-2. Damit kann ich auch leben noch. Ja. Kampf beginnt. Dukette 0-1 top. Also, was hast du, Dukette? Gleich rüber. Ich brauche auf jeden Fall hier den Wechsel. Das Gute ist, ich habe Energievorteil. Ja, wir gehen auf Eisenschädel. Und hier kann ich einen Draco ruhig fressen. Zur Not. Bei denen überlebe ich jetzt noch in der Range. Genau.
Jetzt gehe ich rüber in Giratina definitiv. Komm, schnell rüber. Oh nein, na klar, war eine Fehden. Habe ich schon gesagt, dass ich Feen-Pokémon einfach hasse? Na, jetzt kann ich jetzt nur mit Boost-Distance noch was machen. Oh, ich komme auch nie mehr zur Anhalbe, ne? Ja, das schaffe ich nicht mehr. Och, musste da noch unbedingt ein Togekiss sein. So, unbedingt. Ja, schade. Hätte ich den Schlagbohrer jetzt noch geschafft, hätte ich es geschafft. Schade, ein 2 zu 3 nur. Ja, schade. Aber ist halt so. Aber ja, für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.